So, YouTube. Hallo, hallo. Herzlich willkommen, getarnt im Busch. Ja, auf dem Weg hierher sind mir zwei Banditen über den Weg gelaufen. Die wollten sich aber nur prügeln, aber ja, sie haben nicht viel Schaden angerichtet. Aber ich habe mich dazu entschieden, jetzt hier mal zu speichern. Das heißt, wir sind jetzt betrunken während des Kampfes, was nicht so gut ist. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die vielleicht anlocken können, die beiden. Oder ob wir einfach nochmal versuchen drauf zu hauen. Ich meine, jetzt können wir auch einfach laden. Von daher ist es vielleicht egal. Er legt sich hin. Gar nicht schlecht. Wir haben auch Langstreckenpfeile ausgerüstet. Du bist also der Schütze. Jetzt steckst du in der Scheiße. Das nennst du kämpfen? Ah, shit. Soll das etwa alles sein? Ich will... Okay, ich wollte wegrennen und aufs Pferd steigen. Und das Spiel von der Steuerung her ist halt sehr hackelig. Nicht? Man drückt und in dem Moment, wenn was passiert, bricht halt genau das Event ab. Und dann steht man doof da. Richtung Pferd standen die. Oh, warte mal. Ja, die müssen hier direkt vor mir sein. Man sieht das halt gar nicht. Ich hätte vielleicht an einer besseren Stelle, wo ich das Lager sehe, speichern sollen. Da. Aber ich bin auch super schlecht mit dem Bogen, davon mal abgesehen. Oh Mann, so ein Ersttreffer wäre halt was Cooles, nicht? Jetzt steckst du in der Scheiße. Was ist los? Naja, okay. Ich muss weiter weg und sie treffen. Das wär Gold wert. Richtung. Ich muss mir mal merken, Richtung Osten, nicht? Nein. Er holt die Waffe nicht raus. Eins. Jetzt. Was mein Gott. Bekommen, was? Ah, ich hab Q gedrückt. Ist der andere tot? Ah, ich hab doch Q gedrückt. Ich bin zu langsam für sowas. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Es war mehr Zufall als alles andere gerade, nicht? Also so eine Spielsysteme sind nichts für mich. Ich muss keinen Verband anlegen. Ja, der kann da liegen bleiben. Okay, dann habe ich mit dem ersten Schuss einen Volltreffer gelandet. Wow. Okay, da hatte ich ja wirklich Glück. Und jetzt habe ich extra gespeichert, nicht? Jetzt wäre es nicht notwendig gewesen. Ah ja, gut. Naja doch, ich bin ja zweimal gestorben. Schlossknacken können wir eh nicht. Gegenstand kochen, Feuer entfachen. Haben wir noch einen Dietrich? Nee, haben wir nicht. Können wir hier schlafen? Nur schlafen, aber nicht speichern. So, und reiten? Können wir noch reiten? Eventuell können wir was in die Pferdetasche packen. Okay, wir können noch reiten. Okay, ja. Wir sind also nicht so überladen. Oh Mann. Also das war schon ein Dämpfer, nicht? Die Aufgabe. So, wo müssen wir hin? Da hinten, Westen. Ich meine, ich habe vielleicht auch die falsche Ausrüstung, aber ich finde zum Beispiel schade, dass ich
Schwertkampf machen muss. Warum gibt es 30 verschiedene Waffen oder so, die ich kaum trainiere, weil man am Anfang des Spiels nur Schwert lernt. So. Ja. Wäre vielleicht cool, wenn der Vater am Anfang fragt, und was willst du später mal für, oder willst du eine Waffe lernen? Nein, ich bin Axttyp, und dann kriegt man da vielleicht den Bonus anstatt auf Schwerter oder sowas. Oh. Und nachher kommen noch schwierigere Kämpfe, nicht? Das wird noch viel, viel nerviger. Guten Tag. Ach, du bist nur der Zwilling. Gott behüt dich. Wo ist denn euer Anführer? Das ist auch nur der Zwilling. Bist du der Anführer? Radan. Nee, der will nicht mit mir reden. Hier, Wortführer. Gott sei mit dir. Ich habe sie erledigt. Ich habe die zwei Halsabschneider erledigt. Siehst nicht aus, als hättest du dich geschlagen. Wenn du mir nicht glaubst, sieh doch selbst nach. Ist gut, ist gut. Die Hauptsache ist, dass sie erledigt sind. Sie sind tot. Genau. Also, was wolltest du mir sagen? Rotschopf war hier, aber die Jungs haben ihn irgendwo versteckt. Ist jetzt wohl nicht mehr nötig, oder? Er ist nicht mehr in Gefahr. Und wir auch nicht. Stimmt. Ihr seid jetzt sicher. Nun gut. Er hält sich in der Nähe versteckt. Ein Stück entlang der Straße nach Uschizit zweigt rechts ein Weg zu einer Quelle ab. Von dort aus führt ein überwucherter Pfad zu einer Hütte. Endlich eine nützliche Information. Hab Dank, Köhler. Gott behüt dich. Ja, die Information war dringend notwendig. Was machst du da mit dem Hasenpferd? Will ich das wissen? Hey, ich will aufsteigen. So, wo? Da ist er. Okay. Dann ist es doch die Hütte, an der wir schon waren. Okay, das ist ja blöd. Weil wir sollten ja nach Rotschopf suchen. Und dann kam erst die Aufgabe, Rede mit den Köhlern. Und an der Hütte da hinten waren wir, glaube ich, auf jeden Fall, nicht? Das war die ganz im Osten da. Okay. Lager. Ne, hier waren wir nicht anscheinend. Ich bin überladen. Ja. Hast hier noch irgendwas zu holen? Zwei Gräber. Ew. Was haben wir hier? Fliegenpilze. Brauche ich auch noch nicht. Guten Tag, der Herr. Ich bin Herrgott, war das eine mühsame Suche. Oh ja. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. Weshalb bist du weggelaufen? Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Hm. Wo stecken deine Spießgesellen? Ich suche deine Spießgesellen. Wo sind sie? Die Köhler? Die sind drüben beim... Nicht die verfluchten Köhler. Ich meine deine Räuberfreunde. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich fast getötet. Hab einen erkannt und dachte, sie kommen zurück und... Erkannt? Wen? Rede! Rede! Ich kenne seinen Namen nicht. Weiß nur, dass er aus Uschitze ist und hinkt. Erzähl mir von dem Hinkenden. Was kannst du mir über ihn sagen? Woher kennst du ihn? Endlich! Hab ihn in der Uschitzer Schenke gesehen, beim Würfeln und Saufen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Das ist alles. Hab nie mit ihm geredet. Warum hast du den Banditen getötet? Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen?
Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt, aber er ist aus Uschitze und humpelt. Ein Hinkender aus Uschitze. Das ist nicht viel, aber es wird wohl reichen. Mehr weiß ich nicht. Naja. Hab nie mit ihm geredet. Natürlich nicht. Ich hab genug gehört, ich muss gehen. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte, was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg geräumt. Wirklich? Das ist toll, aber... Aber was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was sie davon halten. Ob sie hier wieder mit mir reden? Ich könnte sie fragen. Ich könnte sie fragen, wenn es dir wichtig ist. Das würdest du tun? Ihren Respekt hast du bestimmt. Immerhin hast du die Schurken erledigt. Spiel gespeichert. Ja, das ist immerhin was Erfreuliches. Aber hätte... Das heißt, wir hätten die Hütte finden können, ohne die Banditen erstmal zu erledigen. Wir sind hier doch überall lang geritten. Und hier sind ja sogar Wege. Nicht? Wir sind hier komplett... Ah, hier hinten war das andere Lager. Wir sind doch das hier alles abgeritten. Deswegen haben wir die ganzen Sachen doch aufgedeckt. Und trotzdem war die Hütte irgendwie nicht zu sehen. Crazy. Aber okay. Hey, wir haben Fortschritte gemacht in der Story. Yay. Gut, ich habe mich auch sehr ablenken lassen. Und die Banditen waren wirklich jetzt noch eine Nummer zu stark für Heinrich. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen trainieren gehen. Ich weiß auch schon genau wo. Und vielleicht brauchen wir doch ein Schild für die Axt. Obwohl ich lieber eine zweihändige Axt hätte. Ja. Und wir sollten uns vielleicht im Badehaus auch versorgen lassen. Wo ist eigentlich Uschitze? Da oben. Okay, wir sollen noch zum Uschitze Schreiber. Eigentlich haben wir jetzt erstmal beide Optionen da unten. Eigentlich wollte ich nach Ledetschko erstmal. Weil da ist ein Badehaus. Jetzt geht's halt echt nicht so gut, nicht? Ja, das machen wir lieber mal. Wenn die Hand heilt von selber, aber wir sehen kaum was. Haben eine Schädelverletzung, nicht? Oh. Und eine Brustverletzung, die ziemlich stark ist. So sollte ich auch nicht mit den Leuten reden. Wenn da irgendwas kommt, überzeugen, bin ich, glaube ich, nicht in der Verfassung, mit denen zu reden. Also ab zum Badehaus. Von hier hat man eine gute Weitsicht. Das ist dieser Hof, da will ich auch noch nicht hin. Die Detschko ist südlicher, da unten. Ich meine, ich finde es gut, dass die Kämpfe nicht zu leicht sind, nicht? Sondern dass man auch verletzt wird, sich heilen muss. Das hat man ja in vielen Spielen gar nicht. Aber andererseits finde ich es ein bisschen übertrieben, dass man halt dann vorher nicht speichern kann. Ja.
Also habe ich mehr Angst vor den Kämpfen, als dass sie Spaß machen, nicht wahr? Aber wir werden jetzt Bogenschießen trainieren. Dass wir zumindest da nicht immer 30 Pfeile verhauen. Aber anscheinend hatte ich diesmal wirklich Glück im Unglück. Und wir haben den Lucky Shot bei dem eingetroffen. Der andere hat uns trotzdem echt eingeschenkt. Ah, das ist dieses Aua. Das war nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Und das auch nicht. Oh man, Pferd. Danke. Ja. Wo sind wir überhaupt? Hier sind wir. Bei der Mühle. Wie bin ich denn da hingekommen? Ja. Ich wollte nur den Berg runter, nicht wahr? Oh, oh, der Kopf puckert schon. Und jetzt ein Zufallsereignis mit Banditen. Das wär's. Am besten 6 Stück. Und ein Bogenschütze, der uns direkt trifft. Das ist auch immer toll, so eine Zufallsbegegnung. Wenn die denn so einen Profi-Bogenschützen dabei haben, der sofort erstmal deine Brust durchlöchert. Der zweite Schuss, während du noch taumelst, geht's in den Kopf. Ich brauche ein Badehaus. Aua. Ja, Pferdchen, beeil dich mal. Und... Oh, oh. Pff. Oh, Mann. Ich glaube, ich gehe wieder zu Fuß. Überladen sind wir auch noch. Ja, wir müssen nur bis zum Badehaus. Und hier sind genug Händler. Da werden wir die ganze Scheiße los. Und ich glaube, wir müssen auch unsere Sachen reparieren. Aber die hatten durchaus Schneider-Set und Schmiedeset dabei. Und wir haben ja hier eine Wohnung. Das heißt, wir können hier auch schlafen. Ja. Aber erstmal ins Badehaus. Hilfe! Hilfe, werte Dame! Mein Kopf puckert! Hilfe! Allmächtiger, deine Kleider! Wurdest du ausgeraubt? Oh, gottverdammte Banditen! So sieht's aus. Die Dienste! Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Was hättest du denn gerne? Ich möchte meine Wunden versorgen lassen, Heilung und ein Bad und saubere Kleidung. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. So. Wie du willst. Hast du Geld? Natürlich. 30. Wir... Falschen. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Wir geben ihm ein bisschen Trinkgeld. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Mach's gut. Oh weh, das dauert. Ich war mal recht gut im Bogenschießen dann irgendwann. Aber aktuell ist es eher Zufall, ob ich treffe oder nicht. Aber aktuell schwankt er halt auch noch zu stark. Also wenn er irgendwann den Bogen halt gerade halten kann, dann kann man halt auch so eine Linie ausmachen, auf der man jemanden trifft. Was? Was zum? Zeig dich! Ja. Ist etwas passiert? Nee, aber... mit dir. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Es kam von da drüben. Ja, ich war das. Pff. Kann ich jetzt mit dir reden? Nee. Ich
Ich wollte nämlich mit ihr handeln. Suchst du jemanden? Kann ich jetzt nochmal? Ist etwas passiert? Genau mein Wetter heute. Oh ja. Ich glaube, sie hat zugemacht, den Laden, nicht? Mäh. Was geht da draußen vor? Was geht da draußen vor? Als ob ich das Gebiet hier nicht betreten dürfte, nicht? Jetzt kann ich mit ihr reden. Was ist das? Was geht da draußen? Okay, irgendwie buggt das. Anscheinend, als ob das so wirkt, als ob das ein Gebiet ist, wo ich nicht sein dürfte. Was ist mit dir? Wie kann ich helfen? Da ist irgendwas falsch eingerichtet. Lass uns handeln. Oh, die hat Tränke. Okay, ja, wir wollen Sachen verkaufen. Nicht nach Gewicht, nach Wert vielleicht. Ein Katerbier. Oh, den hätten wir nehmen können. Edle Weine, 3,7. Schnaps, 3,7. 3,7 ist schon gut, nicht? Wir hatten 3,9 als höchstes, aber... Aber sie kauft auch nicht so viel. Das hilft uns nicht. Wen steuern wir am ehesten an von den Händlern? Den Schneider? Eigentlich den Händler, aber der zahlt halt schlecht. Ich versuche mal hier bei der... Ah, die kauft auch nur Getränke und Co. Und dann will ich da auch erstmal mein Zeug loswerden. Dann verkaufen wir Essen und Trinken. Was brauchst du? Lass uns handeln. Alles Gute. Verkaufen. Also, du kriegst die Äpfel. Die Grieben. Das Trockenobst. Das kann sie haben. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Versuchen wir es. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ah, da sind sie nicht glücklich drüber. Sie sind immer noch überladen. Du. Dann erstmal ab zum Schneider. Bong. Kopf angestoßen. Wir sind immerhin sauber. Das ist schon mal viel wert. Wir reden lieber mit der Händlerin. Ich glaube, die haben bessere Preise. Kann ich helfen? Lass uns handeln. Was kaufst du denn? Oh ja, die alten Stiefel. Nee. Die alten Stiefel. Die Beinlinge. Die Bunttauben. Dunkle Fußwicke mit Sohlen. Kann weg, nicht? Geflickte Beinlinge, das gelbe Hemd, gepolsterte Bunthaube, eine Hirnhaube. Ist nicht so gut wie die hier. Wiegt aber wesentlich weniger. Sind 7 weniger für ein Schutz? Ah, das ist schon echt gut, oder? Ja, mache ich mal so. Die beiden können wir auch weggeben. Wir haben ja noch die Kettenhaube dann drunter. Der dunkle, lange Wappenrock kann weg. Der Lederwams, oh, den könnten wir anziehen. Den könnten wir reparieren lassen. Plattenkacheln, die waren schlechter als das, was wir anhaben. Schlappen, eine schwarze Guggel. Schwarz-Weiß? Nee, unseres besser. Silberringe. 38,4. Ich verkaufe ihr ein. Okay. Ich glaube, das sollte schon mal helfen. Wollen wir was kaufen von 179? Na, werden wir nicht viel kriegen. Schneiderset. Den Kaftan. Nee, komm. Warenkorb prüfen. Falschen. Reden wir über den Preis. Hm.
Ist gut. Ist ja aus wie Prinz Eisenherz. Wir wollen 190. Ja, das sollte passen. Na, so ist das super. Schneider. Guten Tag, wie kann ich helfen? Reparatur. Okay, die anderen Sachen, die könnten wir, glaube ich, selber sogar reparieren. Die Armschienen, die Jagd und die Kettenhaube. Das können wir nicht reparieren, okay. Die ziehen wir aber mal an, bevor ich sie aus Versehen verkaufe. So. Okay, wir können nur einen Ring anziehen. Dann müssen wir zum Rüstungsschmied. Ich find's doof, dass nicht alles gereinigt wurde, nicht? Das, was ich jetzt anhab, wurde nicht gereinigt. Händler hilft mir nicht. Doch, Händler hilft mir, die anderen Sachen loszuwerden, die ich nicht will. Bist du eine Händlerin? Nee, nur Dorfbewohnerin. Hallo, Händler. Glück und Gesundheit. Ja, du mich auch. Lass uns handeln. Waffen haben wir. Haben wir fünf? Wir haben eine Axt noch. Eine können wir also abgeben. Rüstung, braune Steppjacke. Ach, kaufen. Ach so, ich will ja verkaufen. Ich habe mich gerade gewundert, wo sind die anderen Sachen? Dachte, ich kaufe da nicht. Puh. Okay, wir haben nur eine Axt. So, Rüstung. 33. Ah, oh, ist mehr, oder? Na, egal. Wein. Bier. Was kauft er sonst noch? Diestin, das Dörrfleisch, den edlen Wein. Fackeln. Wildschweinleder? Wo habe ich denn das her? Das kann er haben. Ja, aber wollen wir was kaufen bei ihm? Kleines Schneiderset, kleines Schmiedeset, kleines Schusterset. Ich glaube, die haben wir alle noch. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. In Ordnung. Naja, immerhin 1,5 Taler mehr. Die Händler sind halt ein bisschen... Oh, ich mach mal die andere Kleidung noch sauber. Und dann gehen wir mal in unser Domizil und werden die Sachen erstmal durchreparieren. Was wir selber reparieren können. Sorry. Und den Rest packen wir dann hier mal rein. Okay. Kleines Rüstungsset. Haben wir alles? Ist zu beschädigt. Kleines Schmiedeset. Die sind ja alle gut noch. Warum sollte ich da was reparieren? Schneiderset. Die Bunthaube, Kapuze, Schal. Und damit haben wir Reparatur noch hochgebracht. Und Schuhe, dann sind wir noch schneller. Das ist nämlich super. Okay. Und dann packen wir weg. Wieder die Sets. Die kommen wieder rüber. Die Einbeeren wollten wir behalten. Die Minze wollten wir behalten. Und die Tollkirschen. Den Rest, den kriegt man immer. Den können wir noch verkaufen irgendwo. Nahrung. Ah, Wein können wir mal lagern. Und edler Wein. Und billigen Wein. Obwohl, einen können wir trinken. 12 Dörrfleisch. Okay, auch nicht schlecht. Achso, die ganzen Schnäpse brauchen wir nicht. Vielleicht hätte ich einen Trank nehmen sollen.
An sowas denke ich immer gar nicht. Ich bin so null Trank-User in so einem Game. Höchsten Heiltrank. Aber das gibt's ja hier nicht so wirklich, nicht? Ha, 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 ha. Okay, aber das sieht doch schon gut aus. 86. So, wir wollen gegen wen spielen? Gegen ihn. Gott sei mit dir. Heute ist mein Glückstag, ich spür's. Was ist mit dir? Der hat nicht so viel. Okay, komm. 10! Mach's gut. Da gehen wir rein. All in. Bin schon gespannt, wie du wirst. Ja, ich auch. Du, 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 du. 1. Tja. Jetzt nicht verdrücken wieder. Tja, nur die 5. Du schreckst vor nichts zurück. 3 Einsen, los. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Kein Glück. Na, sollte nicht sein, aber für 250 nicht. Das ist kein Verlust. Er hat keine gezinkten Würfe, das ist schon mal gut. Was. Der bescheißt nicht. Der würfelt normal. Hat aber auch gutes Glück, auch so. Aber 4,50 nicht. Ist jetzt auch nicht die Welt. 2, 3, 4, 5, 6. Fertig. Lass ich. Diesmal drücke ich die richtige Taste. 1, 2, 3, 4. Ah, die 5 fehlte ihm. Er hätte 2000 Punkte gehabt, glaube ich. Hier, bitte. Was lässt er? Doch nicht. Und kein Glück. Ach, der Lacker. Nochmal 4,50. Das war's für mich. Jetzt 3 Einsen. Ah. Egal, 500. Nehme ich erstmal. Nee. Man kann's nicht erzwingen. Jetzt müssen wir nachziehen. Eins, zwei, drei, die 4 fehlt. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. 400. Dann wären wir gleich. Nee, wir müssen... Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. So, das reicht. 50 noch mehr. Wir sind wieder in Führung gegangen. Ja, super. Bin fertig. Ah, glaube ich dir. 3 Einsen. Oh. 1, 2, 3, 4. Ist nix, nicht? Schade. Da fehlt 1. Ja. Jetzt aber 3 Einsen. Haben wir lange nicht gehabt. Ah. Jetzt aber 3 Einsen. Du schreckst vor nichts zurück, was? Okay. Aber jetzt. Oder 3 Sechsen. Nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Tja. Es soll manchmal nicht sein. Du, 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 du. Natürlich. Jetzt hat er noch 3000. Oh, er würfelt weiter. Und hat 2 Einsen. Ja, natürlich. Das war's. So ein Pech. Hoho, das war Glück für uns. Außer wir haben jetzt genau das gleiche Pech. Oh nee, ich muss auch noch die dummen Zweien nehmen, weil nichts anderes drin ist. Oh.
Da würfel ich aber weiter. Ach komm schon, lass mich wieder würfeln. 350, komm, damit wir wenigstens mal ein bisschen über 2000 kommen. Oh. Oh nein. Ja. Glücksspiel ist gefährlich. Da fehlt die 2. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Hm. Du schreckst jetzt vor 3,5. Zurück, was? Also 300. An deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Na komm, 3,50 lassen wir. Sind wir gleichgezogen, immerhin. Und 3,6, na toll. Lass nicht stehen, würfel nochmal, komm. Man kann's nicht dazwischen. Ah, er ist jetzt so dicht am Ziel. Jetzt brauchen wir 1000, komm. Oh, oh, das ist sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Es sind 800. Aber ich würfel nicht nochmal. Jetzt sind wir wieder gleich. Shit. Noch eine 2 und wir hätten 2000 gehabt. Hm. Er darf nicht auf 800 kommen. So einzelne Einsen kann er gerne kriegen. Mal sehen. Aber nicht 3 auf einmal. Jetzt eine 5 oder so. Kein so Glück. Pech. Oh, jetzt müssen wir 800 machen. Gut, ist halt Zufall, nicht? Ich kann es ja nicht beeinflussen. Eine 4 und wir hätten es gehabt. Shit. Komm, jetzt 3 Sechsen. Oder 4 Sechsen. Oder 4 Vieren. Da fehlt die 2. Jetzt können wir keine Straße mehr kriegen. Oh. 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 5, 6, 700. Oh. 700 und hoffen, dass er nicht 800 kriegt? Oder Risiko? Das war ein Fehler. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, nicht? Irgendwie ein Sechstel oder sowas. Das war's. Jetzt 3 Zweien oder so. Hm. Jetzt schüttel eine 5. Dann hört er auf. Ja, so ist gut. Hm. Er würfelt weiter, okay. Jetzt kann er eigentlich nichts mehr kriegen. Das ist gut. Außer er macht noch eine Runde weiter und schafft das. Oh, er kommt auch noch weiter. Mal sehen. Bitte, bitte verwürfel dich. Ach, nur eine 5. Aber jetzt wird's was. Kein Glück. Oh, oh, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Gut, es geht nur um 10 Groschen, nicht? Davon mal abgesehen. Wir brauchen nur noch die beiden und sind damit durch. Gutes Spiel, du hast es verdient. Da, zufrieden? Da, zufrieden? Nee, wir nicht. Hat der... Unseren Gambeson würde ich gerne noch reparieren lassen. Wir haben gerade das Geld dafür gewonnen. Mann, 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 das war ein harter Würfelkampf. Reparatur. Gott über dich wachen. Okay, sehr schön. Da haben wir den auch gepflegt. Dann ist das Einzige, was jetzt nicht gepflegt ist, der Lederwams, ne? Da müssen wir mal gucken. Und die Hirnhaube. Oh, da müssen wir zum Schmied, glaube ich. Bei der Hirnhaube oder zum Rüstungsschmied? Der ist nur in Ratei, glaube ich. Okay, vielleicht können wir aber noch ein bisschen Bogenschießen trainieren, bevor es in die Nacht geht. Vitalität erhöht und ein Punkt. Oh ja. Oh, das ist sogar richtig wichtig.
Bei Jagen, da haben wir noch aufgehoben, nicht? Trophäenjäger wussten wir nicht. Reiten können wir noch mal. Fest im Sattel. Erhöht deine Chance, im Sattel zu halten, wenn dein Gegner versucht, dich vom Pferd zu holen. Klingt gut. Wir haben 2 Punkte. Da kann ich das ruhig rein investieren. Was haben wir noch? Nur reiten und das war's. Vitalität haben wir sogar 2 Punkte. Robuster Magen. Du kannst deinen Nährmagen selbst mit verdorbenen, vergifteten Essen füllen. Gesunde Ernährung. 5 Tage nicht überfrisst, nicht hungrig, also einen Punkt auf Vitalität und Agilität. Okay, ist selten. Du spurtest schneller. Nee, das wollten wir nicht. Dickes Blut. Okay. Das ist vielleicht gar nicht schlecht bei 2 Punkten. Dann verbluten wir nicht so schnell. Das hilft ungemein. Und bei Redekunst, da müssen wir noch ein bisschen auf Level 8 kommen, glaube ich. Agilität. Was haben wir denn hier? Leichtfüßiger Kämpfer. Fliegengewicht. Wenn du fällst, erleidest du 30% weniger Schaden. Auch Level 8 erst. Das ist also auch noch ein bisschen hin, bis wir das erreichen. Würfelglück. Okay. Und ja, bei Stärke warten wir auch auf Level 8. Gesundheit ist noch auf Level 100. So, Hallöchen. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Bist du Bogenschütze? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Vatzek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Ich interessiere mich fürs Bogenschießen. Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze. Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir. Man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Mhm. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt 1-2 Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Ein andermal. Klingt interessant. Ein andermal vielleicht. Falls du doch dein Silber säckeweise verwetten willst, sag Bescheid. Okay. Alles Gute. Hier würde ich auf jeden Fall gleich trainieren. Aber wir versuchen erstmal. Oh. Er schießt halt einfach los, nicht? Das ist so ein bisschen das Problem. Okay. Steck die Waffe weg, verflucht. Ja. Ich trainiere hier doch Bogenschießen. Ja, getroffen ins Schwarze. So, und wo sind die anderen Pfeile? Ja, wir sind ins Grüne gegangen. Toll. Put, Pfeil. Put. Ah, die sind sonst wo gelandet wahrscheinlich. Vielleicht im Wasser? Oder im Baum? Weg ist weg, nicht wahr? Tja, 2 Pfeile in die Walachei verballert. Der eine müsste ja hier oben drüber gegangen sein und der andere war rechts daneben. Naja.
Ich würde sagen, wir gehen ins Bett. Das ist das Badehaus. Und spielen am nächsten Tag eine Runde Klötze. Allein für das Training sollte uns das ungemein helfen, nicht wahr? Schlafen und speichern. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Morgen in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.